Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Mad Max. Heute habe ich vor, die Bedrohung ein bisschen zu minimieren und ein Top-Dog-Lager auszuräuchern. Und zwar dieses jene. Das Ding ist auf dem Weg, nehmen wir mit. Und ja, cruisen wir jetzt erstmal gemütlich hin. Mal schauen, was es uns bringt. Und dann hoffe ich, hoffe ich, dass das da hinten kein rotes Gebiet mehr ist, sondern habe ich noch was gesehen. Tatsache, da ist Schrott. Nehmen wir mit. Don't stray. Yes, have a protector sack. War jetzt nicht viel, aber wenn es sich schon anbietet, dann nehmen wir es auch mit. So, der Weg sollte nicht allzu weit sein. Und daher füßen wir einfach jetzt ganz gemütlich hin. Das Teil hier nehmen wir noch schnell mit. Ab und an will das Ding einfach nicht so wie ich. So, weg damit. Ja, ich weiß, das ist ein Schock. Aber ist mir jetzt echt gerade Banane. Und das war der erste. Und das ist der zweite. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da wird ganz gut. Ich habe mich gerade ein bisschen in der Briefe verfangen. Und die Steuerung ist gerade irgendwie außergewöhnlich scheiße. Ja, genau das meine ich. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz eine Pause machen, dass es eher repariert. Aber wenn das so weitergeht, dann wird das mit dem Top-Dog-Lager echt eine spaßige Aktion. Aber ich will, dass es repariert, falls sie wieder irgendeine perverse Außenverteidigung haben, weil das ist ein 4-Sterne-Top-Dog. Ich glaube nicht, dass der easy wird. Ich vermute mal, dass sie eine extreme Außenverteidigung zur Lage haben werden. Dementsprechend ist es wahrscheinlich gesünder, mit einem intakten Aufwärmen zu fahren. Vermute ich jetzt einfach mal. Da wären Informationen. Schauen wir mal, ob wir uns die, ob die uns was bringen. Ja, hallo? Oh, you heard about that gut news. He the one that liked to hang you on your gut rope. Yeah, him. Saw him smack some pups once. Only one got any kind of pain on him was one who just hammered away in a kind of fury-like frenzy. Guess you better be furious to beat that boy. So. Alles klar. Und jetzt steigen wir erstmal in unser Auto wieder ein. Und machen erstmal hier die äußere Verteidigung dieser Lage aus. Blöde Idee, blöde Idee, blöde Idee. Und meine Maus ist. Rutzi. Das lief jetzt nicht ganz so wie gehofft. Um nicht zu sagen, das lief eigentlich alles andere wie gehofft. So, wo sind die Sniper-Heinis? Da oben ist einer.
Das war ein gekonnter Schulterschuss. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwo einer war. Oder? Oder auch nicht. Wird sich gleich zeigen. Das mit der Maus ist halt echt scheiße, Leute. Gut, wir machen die Verteidigungsanlage aus. Die ist extrem sicher positioniert hier alles. Wird sicher keiner merken, dass da hinten die Ventile sind. Soll ich das sprengen? Ich glaube besser nicht. Besser nicht. Ich denke, das wäre gesünder für mich. So. Schau, lass mich einsteigen. Also das mit der Maus ist wirklich, wirklich kacke, Leute. Ganz kurz mit das reinklicken. Weil ich habe halt mehrere Monitore, wie die meisten wahrscheinlich von euch. Leider geht mir ab und an mal meine Maus nach außen. So. Gerade wenn ich klicke, ist das halt verdammt unvorteilhaft. Irgendeinen habe ich da schon schreien gehört. Ah, das mit der Maus, das ist echt. Echt. Ah, jetzt glaube ich passt's wieder. Okay, hier haben wir was zu trinken. Ich würde sagen, wir gönnen uns erstmal ein Schlückchen. Ich glaube, das wird echt ein schwieriges Top-Lock-Lager, Leute. Und füllen mal auf. Ich glaube, das wird echt ein Hardcore-Top-Lock-Lager. Aber gut. My partner's arrived. Let's play. Let's play that old time game of lust and dip. Okay. Direkt beim Top Dog. Alles klar. Große Menge. Und ich muss den Max auf jeden Fall mal skillen. Mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Weil der kann eigentlich noch ein paar richtig geile Fähigkeiten mit Exekution und was weiß ich was. Kostet aber halt alles auch Schrott. War's das? Oh ne, da kommen noch mehrere Wellen. Ja, das wird richtig knapp, Leute. Ja, wird knackig. Definitiv. Und hier dieser Gelbe. Weg mit dir. Okay. Schon bin ich gar nicht mehr so fit. Ja, Wutmodus ist auf jeden Fall angebracht hier. Und genau das meine ich. Wenn ich in so einer beschissenen Animation bin,
Ja, ihr seht, ich bin gerade ein bisschen leiser, weil es ist gerade echt anstrengend. Und hier der Gelbe geht mir gerade echt auf den Sack. Komm her. Und schon muss ich was trinken. Und trinken. Ja, Leute, ist auf jeden Fall echt, echt heftig. So, kommt schon. Das Problem ist, ich habe nicht mehr viel zum Trinken. Und trinken. Dios mio, Leute. Ich hoffe, wenn ich sterbe und ich werde sterben, werde ich das nicht nochmal machen müssen. Weil das ist echt anstrengend gewesen. Okay, läuft gerade richtig, richtig gut. Lang halte ich das auf jeden Fall nicht aus. So. Erst einmal noch ein Schlückchen trinken. Ja, muss sein. Und dann gucken wir mal schnell, ob hier noch irgendwo ein Schläger rumliegt. Ja, liegt. Und der hat gesessen. Und gleich nochmal. Komm her. Und gleich nochmal. Kommt schon. Oh, keine Munition mehr. Fuck it. Okay. Dann müssen wir es halt auf die alte gewöhnliche Tour machen. Immer schön in die Fresse. Ein Schläger wäre jetzt trotzdem noch mal ganz nice. War hier noch irgendwo einer? Und gib ihm.
Perfekt, Leute. Komische Kameraperspektive, aber nice. Haben wir auf Anhieb geschafft. Hätte ich jetzt definitiv nicht mitgerechnet. Gerade bei dem, was da am Anfang losging. Lecco mio. Da waren echt einige. Geil, wir haben nicht ein einziges Schrott, nicht eine einzige Insigne und kein historisches Relikt gefunden. Lief richtig gut. Jetzt würde ich sagen, looten wir erst einmal. 67 Shot, nice. Und die Bedrohung ist auch ein gutes Stückchen runtergegangen. So wie es halt sein soll. Nehmen wir hier noch ein Messerchen mit. Und machen wir hier auf, weil ich bin mir ziemlich sicher, den Schrott konnte ich noch gar nicht finden. Ich denke mal, der wird jetzt hier, sich hier irgendwo verstecken. Ich glaube, ich habe einen Teil schon gesehen. Ja, hier ist ein Teil und eine Insignie. Schon geht's los. Das machen wir jetzt natürlich auch noch schnell fertig. Hoch mit uns. Ah, sehr schön. Ui. Hier ist gut was zu holen. Aber. Sag mal, wir haben das Ding gerade eingenommen. Und da hockt schon jemand direkt beim Thron. Ernsthaft? Was bist denn du für ein Faulpelz? Wir arbeiten. So, hier können wir uns wieder ein Schlückchen Wasser mitnehmen, was wir auch definitiv nötig haben. Und uns auch gleich mal ein bisschen hochheilen. Was wir ebenfalls absolut nötig haben. Gluck, 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 gluck. Shit, shit, shit. Ja. Dieser Mann ist durstig. Perfekt. Volle Gesundheit. Ein bisschen was, glaube ich, können wir noch mitnehmen. Und bei der Wasserspendestelle ganz am Anfang gab es auch noch gut was. Ich glaube, da werden wir die Flasche auch noch voll kriegen. So, hier haben wir eine historisches Relikt. Oh, eine Rockband. Yep, Rock ist jetzt tot. Now they thought they had all the time in the world. So. Da oben ist noch eine Insignie. Gut, dass wir jetzt wieder Munition haben. Aber eine fehlt uns nach wie vor. Schrott fehlt uns auch noch ein bisschen. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was das Ventil verursacht hat oder nicht verursacht hat. Wir schauen uns jetzt hier oben noch schnell fertig um. Und dann gehen wir runter, weil da gab es auch nochmal so Ventile zum Öffnen und Schließen. Gut. Da war eins. Ah, da ist noch eins. Da ist, glaube ich, keine Insignie. Mir wird keine auffallen. Hier auch nicht. Ah, okay, das war der Eingang. Nehmen wir uns das Wasser halt noch schnell mit. Ja, ganz nice. Fast volle Gesundheit. Fast volles Wasser. Was will man mehr? Aber irgendwo war noch so ein Rad. Oder habe ich das geöffnet, indem ich da oben gedreht habe. Ich denke mal. So, Schrott. Und noch mehr Schrott. Jetzt fehlt mir aber nach wie vor. Never mind. 100%. Nice.
Gut, gut. Das lief doch mal ganz gut, würde ich sagen. So. Und einsteigen. So, wo können... Ah, sehr schön. Gelbes Gebiet. So gefällt mir die Sache. Wie viel von diesen Dingern? 7. Nicht so viel. Ich würde sagen, im heutigen Part machen wir noch das und das. Hört sich doch noch einen Plan an. So. Und schon kriegen wir auch wieder mehr Schrott bei unseren alltäglichen Belieferungen. Denn ein neues Lager, ein neues Top-Top-Lager sogar. Und wir müssten eigentlich eine neue Lackierung machen, wenn ich jetzt so überlege. Hier haben wir auf jeden Fall einiges dazu gekriegt. Neues Rahmengitter, cool, können wir uns noch nicht leisten. Ich dachte schon, das erste wäre. Neuer Motor, auch sehr nice, können wir uns aber auch nicht leisten. Und eine neue Bereifung. Wer hätte damit gerechnet? Können wir uns auch nicht leisten. Aber es müsste doch rein hypothetisch jetzt hier eine neue Farbe. Und ich behaupte, es ist die hier. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, ja. Schaut eigentlich nicht verkehrt aus. Also Aufkleber könnte man hernehmen. Die hier nehmen wir mal dafür weiß her. Ja, ist doch ganz nice eigentlich. Jo, gefällt mir. So. Gut. Sollte eigentlich nicht allzu weit weg sein. Aber dann ist die Bedrohung hier wieder mal ein Stück weiter runter. Und wir können hier gemütlichst rumcruisen, ohne jedes Mal zu werden. Aber die Karre bricht halt sehr, sehr schnell aus. Und da schaut es euch an, der Himmel. Wahnsinn. Also fürs Auge auf jeden Fall echt ein Prachtstück. Deine Munition nehme ich mir noch mit, mein Freund. Zwei Sniperkugeln, da sage ich nicht nein. Und ich will jetzt das Ding noch haben. So. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mein Auto da rausgewendet kriege. Aber ist eh nicht allzu weit weg. Da sehe ich es schon. Ich würde sagen, wir müssen von hier links rein. So. Einmal bitte ziehen. Nice. Und ich würde sagen, den Shot nehmen wir uns dieses Mal mit. Wenn wir drankommen. Yep, 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 yep. So, was gibt's hier in der Gegend noch? Eigentlich nicht viel. Den hier gibt's noch. Ja, machen wir die zwei auch noch. Was soll's. Und wir nehmen jetzt die Abkürzung. Ist offiziell. Ist eine Abkürzung. Na, dann kann man fahren. Weil dann haben wir in dem nächsten Gebiet, fangen wir auch gleich an, die Bedrohung zu minimieren. Und... It's a triple collector! Water, Saint! Water! Ich habe keine Ahnung, von was für Reden das macht. Lord Scrotus, Puppy Camps, still plague these lands! Geben wir mal wieder ein bisschen Wasser her. Hey! Inside and out.
I thank you. I'm too weak to care, it's Tertius. But not you. Was gibt's da? Schrott und ein historisches Relikt. Alles klar, danke. Lass dir das Wasser schmecken. Und da hinten kommt ein Wirbelsturm. Ich will jetzt nicht ausprobieren, was passiert, wenn wir da reinfahren. So neugierig bin ich dann doch nicht. So. Das Teil ist aber schon so gut wie vor uns. Verstärkt. Okay. Nicht schlecht. Mittlerweile können wir echt einiges ziehen. 7 Punkte haben wir auf den Griffer. Ich glaube, beim nächsten Mal gehen wir auch mal wieder zum Griffer. Und schau mal, was der noch so für Drogen für uns hat. Das Ding hier noch. Und sind dann praktisch. Ich glaube, dass es wieder eine Vogelscheuche wieder zerlegen müssen. Das Symbol gerade richtig deute. Ah, der Top Dog hat eben, der war schon heftig. Der Top Dogs. Okay, schauen wir mal, ob wir hier einfach durchfahren. Yep. Genau darum sind wir hier, Jump. Und einmal bitte andocken. Und die ist auch weg. Den Schrott, den gönne ich mir noch schnell. Und da hinten ist noch ein bisschen Schrott. Irgendwo würde ich so Affen rumfahren. Hier sind sie schon zu dritt unterwegs. Sehr schön. Ich glaube, die kommen jetzt noch schnell auf den Sack. Nein, wollen sie nicht. Ich hätte schwören können, dass sie schnell auf den Sack gehen wollen. So, jetzt haben wir hier auch noch Minenfeld, super. Ja Leute, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben gut was geschafft, Bedrohung etwas minimiert und einen Top Dog platt gemacht, ein neues Lager für uns. Finde ich gut, gefällt mir. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal hier hinten mal wieder ein bisschen weiter. Wobei, wirklich viel gibt es ja auch nicht mehr zu machen. Das meiste haben wir ja schon erledigt. Hier die drei Sachen, denke ich, werde ich jetzt demnächst mal offscreen ausschalten. Ihr könnt es euch ja mittlerweile vorstellen, wie es ausschaut, wenn ich eine Vogelscheuche und einen Sniper platt mache. Gut, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal hier ein bisschen und hier ein bisschen und hier ein bisschen aufräumen. Also bei einem von allen, weil das dauert doch immer relativ lang. Und ja, aber für heute reicht's das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst die Videobewertung nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr auch dran seid. Wenn ja, wie weit. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.